Hallo meine Lieben, heute kommen meine 10 Fashion Must-Haves für den Sommer. Ich habe ja mal bei Instagram so eine kurze kleine Abstimmung gemacht und das hat jetzt gewonnen zusammen mit meinen Beauty Must-Haves. Die Beauty Must-Haves sind jetzt entweder vor diesem Video schon hochgeladen oder kommen danach. Schaut einfach mal unten in die Infobox hinein, da findet ihr dann den jeweiligen Link dazu. Und ihr seht jetzt meine fetten Arme, aber das ist nicht weiter schlimm. Ich stehe zu meinen Armen, die sind nun mal ein bisschen mollig. Aber was will man machen, ne? Und ich habe auch einen blauen Fleck. Danke, Murat, mein lieber Bruder. Aber naja. So, ich werde euch jetzt ein paar Teile zeigen, die ich im Sommer sehr mag. Nicht, weil es meine Lieblingsteile sind, sondern ich werde sie auch stellvertretend für viele andere Teile zeigen, so als, ich sag mal, Oberbegriff, ja. Ich fange jetzt erstmal an mit ein paar Kleidungsstücken und komme dann zu ein paar Accessoires und Schuhe. So, ich beginne jetzt mit einem schönen Teil, nämlich, das kennt ihr auch schon von einem Video von mir, es ist ein Kimono oder Kaftan, ich weiß nicht genau, wie man die gerade nennt, und zwar, das sind halt diese Teile hier. Ich finde die super praktisch. Man kann die über den Bikini tragen, man kann es einfach zu einer Shorts oder auch zu irgendwie ganz normalen Hosen tragen. Abends, wenn es kälter wird, auch gerne mal einfach drüber werfen und dann friert man nicht ganz zu sehr, falls es noch ein bisschen frischer sein sollte abends im Sommer. Und deswegen zeige ich euch jetzt deswegen stellvertretend diesen Kimono. Ich habe natürlich noch andere, aber den finde ich jetzt eigentlich auch so mit am schönsten. Aber eben dieser Kimono hier. Nächstes Teil sind Overalls oder Jumpsuits oder Jumpsuits, wie man die nennen mag. Was ist denn überhaupt der Unterschied? Könnt ihr mir das mal sagen? Was ist der Unterschied zwischen einem Overall und einem Jumpsuit? Suit. Ich weiß es nämlich nicht. Da habe ich jetzt auch übrigens, egal ob kurz oder lang, ich liebe die alle voll. Ich habe hier jetzt mal einen kurzen rausgesucht. Oh, könnt ihr das irgendwie sehen? Das ist jetzt so ein schöner, flatteriger, ich liebe das ja total, die tragen ein bisschen auf, das stimmt schon, die flatterigen. Aber ich liebe das. Also im Sommer, man kann nichts falsch damit machen, das ist ein Einteiler, ihr braucht nicht überlegen, was ziehe ich jetzt drunter an oder was ziehe ich jetzt drüber an. Einfach so ein Overall und dann Sandalen drunter und ihr seid eigentlich schon fertig gestylt, ja. Und solche Sachen liebe ich. Deswegen liebe ich, glaube ich, den Sommer auch so sehr. Da braucht man sich nicht so viel Gedanken machen übers Kombinieren, wenn ihr wisst, was ich meine. Nächstes Teil sind Shorts. Aber ich würde sagen, nicht alle Shorts, sondern weiße Shorts. Ich finde, weiße Shorts kann man einfach super zu allem kombinieren. Das passt irgendwie zu allen Oberteilen, die ich einfach da zu Hause hängen habe. Also hier habe ich jetzt mal stellvertretend eine, das ist eine High-Waisted Shorts. Und die habe ich mir dieses Jahr auch neu gekauft, weil die vom letzten Jahr passen mir irgendwie nicht mehr. Und die waren noch nicht high-waisted und ich liebe die total. Also falls ihr wissen wollt, woher ist die, ist von Zara. Und ich glaube, ich habe die für 20 Euro oder so gekauft. Und ja, Leute, also das sieht einfach klasse aus. Weiße Shorts mit irgendwas, mit irgendeinem Oberteil drüber und dann auch noch high-waisted. Dann könntet ihr auch schöne Crop-Tops und sowas noch drüber ziehen. Und ihr seid fertig gestylt. Nächstes Teil sind Flatterkleider. Ich liebe das im Sommer und vor allem, das sollte auch noch so ein Oberbegriff sein, ich liebe eigentlich Blau, Türkis, Töne so im Sommer und ich habe euch jetzt deswegen mal ein Kleid rausgesucht in den Farben. Also generell jetzt entweder Maxi-Kleider oder Midi-Kleider, kurze Kleider, alles toll, aber in flatteriger Form mag ich sogar noch viel, viel mehr und das ist hier jetzt so eins hier, so ein Bandeau-Kleid und flattert dann sozusagen ab der Brust runter und oh, das sieht so toll aus, vor allem so am Strand und so, wenn der Wind kommt und das Kleid flattert und man ist schön knackig braun und ich liebe das total.
Nächstes Teil sind Schlabberhosen. Ich liebe Schlabberhosen. Also mit Schlabberhose ist jetzt keine Jogginghose gemeint, weil in Jogginghose kann man ja nicht immer rumlaufen, obwohl ich schon. Ich mache das immer. Aber jetzt so ein bisschen schickere Variante von der Jogginghose sind diese Schlabberhosen. Und ich liebe die. Also ich habe auch so viele im Kleiderschrank. Ich finde, bei denen kann man einfach gar nichts falsch machen. So, und dann komme ich zu meinem Lieblingsbikini zu sprechen. Klar sind Bikinis Summer Must-Haves, ist ja klar. Aber ich kann nicht alle Bikinis tragen. Ich hasse Bikinis, die dann irgendwie einen Abdruck von den Trägern und so hinterlassen. Kann ich wirklich gar nicht haben. Und ich kann auch nicht alle Bandeau-Bikinis tragen, weil die irgendwie runterrutschen. Da hält nichts, ja. Aber ich zeige euch jetzt mal mein Bikini-Oberteil, und zwar ist es so eins hier. Das sind, ich finde die auch irgendwie immer nur im H&M. Das sind solche mit so einem Reißverschluss in der Mitte. Leute, die halten bombenfest, also falls ihr irgendwie noch keine Bandeau-Bikinis in der Art mit Reißverschluss habt, dann holt euch einen, wenn eure auch immer runterrutschen wie bei mir. Ich ziehe jetzt nur noch diese Bikinis an und dann habe ich auch immer wieder denselben Abdruck, wenn ich braun werde, und ich finde die genial. Also ich kann damit schwimmen, ich könnte sogar springen damit und da wird nichts passieren. Ja, deswegen lege ich euch diesen Bikini wirklich sehr ans Herz. Nee, irgendwie anders, aber ihr wisst, was ich meine. So, und ich würde euch jetzt gerne noch eine Tasche empfehlen, wobei ich jetzt aber eigentlich eine neue brauche, weil mein Handy nicht mehr reinpasst, mein iPhone 6 Plus. Letztes Jahr hatte ich das neue Handy natürlich noch nicht und da hat alles reingepasst. Aber ich liebe es, eine schöne Tasche zu haben, die man dann auch immer mit in den Urlaub nehmen kann, die abends, zum Beispiel wenn man an Essen geht und so, wirklich zu jedem Outfit passt. Und da ich im Sommer auch immer sehr gerne Goldschmuck trage, beziehungsweise eigentlich auch das ganze Jahr über, aber gerade im Sommer, habe ich mir letztes Jahr eine goldene Clutch gekauft. Die sieht zwar ein bisschen schicker aus, aber auch nicht so krass schick. Es muss keine Abendtasche sein. Ich zeige sie euch gerade mal. Die passt einfach zu allem. Das ist die hier. Das ist so eine, nennt man die Box-Clutch. Ich glaube schon, und die ist hier so gold, komplett gold, und hat hier dann nochmal so ein goldenes Muster. Es sind keine Pailletten oder so, das mag ich gar nicht, aber es sind so runde Metalldinger da drauf. Natürlich mit Träger das Ganze, und das hänge ich mir dann immer um, und es passt wirklich zu jedem Outfit. Also ich habe überhaupt keine Probleme mit diesen Taschen, aber wie gesagt, mein Handy passt nicht mehr rein. Es geht nicht zu, wenn ich es reinmache. Und deswegen, ich muss mal gucken, ob ich so eine ein bisschen größer finde. Falls ihr wisst, ob es gerade solche Taschen irgendwie ein bisschen größer gibt, falls ihr eine gesehen habt, dann gebt mir unbedingt mal Bescheid. Kommen wir zu den Schuhen. Also ich brauche jetzt nicht sagen, ich ziehe im Sommer eigentlich fast nur Sandalen an. Und wenn ich ein bisschen schickere Sachen anhabe, habe ich oft Sandalen an mit so Steinchen. Oder einfach goldene, silberne, je nachdem. Das brauche ich jetzt nicht zeigen, aber dieses Jahr bin ich auf den Geschmack von Birkenstock-Schuhen gekommen, und zwar die Zehentrenner. Ich hatte die Jahre vorher schon Birkenstock-Schuhe, aber nicht die Zehentrenner, und mit denen war ich überhaupt nicht zufrieden, wirklich gar nicht. Und jetzt dieses Jahr, ich meine so im Frühling, habe ich mir diese silbernen Birkenstock Zehentrenner Gizi heißen die, ich bin mir nicht sicher. Die habe ich mir zugelegt, und ich habe die im Alltag wirklich nur noch an. Egal wo ich hingehe. Also im Winter, Herbst habe ich immer nur Sportschuhe im Alltag an, und jetzt habe ich die hier an, weil Sportschuhe sind einfach zu warm. So, nächstes Must-Have sind meine Ipanema Flip-Flops. Das sind die hier, die ich habe. Ich habe die jetzt schon seit ein paar Jahren, und ich hätte es nie gedacht. Aber es sind die besten Flipflops, die ich je in meinem Leben hatte. Die sind so genial. Also ich habe die jetzt so viele Jahre schon angehabt, und die nutzen sich kaum ab. Okay, dieses Muster hier drin geht ein bisschen weg inzwischen, was aber nicht weiter schlimm ist. Übrigens habe ich die mit diesen goldenen Riemchen, würde ich jetzt sagen. Und
die rutschen einfach nicht, wenn eure Füße nass sind oder so. Ja, also ihr rutscht da drin nicht. Ihr rutscht dann auch nicht irgendwie aus oder so. Ihr habt schon eine Standfestigkeit in diesen Schuhen, was ich echt niemals gedacht hätte. So, und letztes Teil ist ein Schmuck, ist eine Kette, ist eine Statement-Kette. Ich bin jetzt nicht mehr so auf dem Trip, so Statement-Ketten und so, ja. Ich trage wirklich nur noch ganz selten Statement-Ketten, aber ich finde gerade im Sommer so schlichten Outfits oder auch, keine Ahnung, farbliche Statement-Ketten peppen irgendwie so das ganze Outfit doch auf. Auch wenn man dann ein bisschen schwitzt und so. Ich habe euch jetzt stellvertretend eine rausgesucht. Das ist hier so eine blaue, die trage ich im Sommer sehr gerne, die ist auch schon uralt. Ich habe so viele Statement-Ketten, ich brauche mir, glaube ich, nie wieder eine neue zu kaufen. Aber irgendwie kann ich dann doch nie widerstehen, kennt ihr das? Und ja, also das wäre jetzt so stellvertretend eine und ich liebe die. So, und das war's jetzt schon. Das waren meine 10 Sommer-Fashion-Must-Haves. Ich hoffe, ich war irgendwie hilfreich. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie mir gerne unten in die Kommentare. Ja, und dann würde ich sagen, das war's jetzt. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Tschüss!